Heinrich Steinfest hat Höhenangst. Und gerade deshalb begibt er sich gern in luftige Höhen. Wie sein Held Sixten Braun in Der Allesforscher. Mein Geist rebellierte und ließ den Körper im Stich. Der Geist fragte, was machst du hier überhaupt? Was soll der Unfug? Bist du eine Gemse? Merkwürdige Begebenheiten gibt es viele in diesem magisch-merkwürdigen Stück Literatur. Für mich ist die Romanwelt ein Paralleluniversum. Ich bin ja nicht der einzige Autor, der sagt, dass seine Figuren ihn überraschen, weil ich eben am Anfang einer Geschichte nicht alles über diese Figuren weiß. Und so passiert ständig Unerwartetes. Ein Buch wie eine Wundertüte, die über uns zerplatzt. Ein Panoptikum, ein sehr realer Traum. In Taiwan wird Sixten von einem explodierenden Wal niedergestreckt. Er überlebt einen Absturz. Dann endet der Topmanager in Stuttgart als Bademeister und Laufass. Später bekommt er einen Sohn, der nicht der seine ist. Das ist auch mein Zugang zur Welt, dass die großen, die kleinen Sachen, das scheinbar Wichtige, das scheinbar Unwichtige, für mich steht das alles nebeneinander. Ich sage gern, ich bin kein Jäger, aber ich bin ein Sammler. Verrückt, abenteuerlich, der Allesforscher. Ein Spiel mit ganz eigenen Regeln. Heinrich Steinfest ist es geglückt, einen ausgesprochen geistreichen, amüsanten, von Einfällen und bizarren Zwischenfällen geradezu sprühenden Roman über unser globales Leben zu schreiben. Das ist eines dieser ganz seltenen Bücher, bei denen man sich auf hochintelligente Weise königlich amüsiert.